Seid mir grüßt, meine Pokefreunde. Hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Opening. Und heute habe ich ein paar interessante Tins, sage ich mal, dabei. Und zwar haben wir hier drei Mini-Tins. Und zwar sind es die ersten Mini-Tins. Ich zeige es euch mal unten, das ist einfacher. Das sind nämlich die Kanto-Freunde-Mini-Tins. Da haben wir einmal eine mit Evoli, Glumanda und Shiggy. Gibt es 5 Stück verschiedene von. Mit Bisasam und Pikachu, denke ich noch. Die jetzt hier fehlen. Wir haben die auch schon mal aufgemacht, oben rechts im i verlinkt auf jeden Fall. Was hat es damit auf sich, fragt ihr euch bestimmt. Diese Mini-Tins habe ich im Drogeriemarkt meines Vertrauens vor Ort hier gefunden und dachte mir, hey, die kennst du doch, die sind alt. Wie man sieht, hier hinten steht es auch drauf, die sind von 2019. Wenn man hier auf den Stempel guckt, genau, da das Copyright, 2019 Pokémon. 2019, das ist alt. Da habe ich mal geguckt, was ich da für ein Video zugemacht habe und habe gesehen, da sind Sonne-Mond-Booster drin, Sonne-Mond-Base und Sonne-Mond-Nacht in Flammen. Da dachte ich mir, nice, hat der Drogeriemarkt meines Vertrauens scheinbar diese Tinbox noch im Lager gefunden, rausgepackt und dann nehme ich die doch mit für Sonne-Mond-Booster. Na gut, ich auf jeden Fall dann im Auto auf dem Rückweg, habe dann schon mal geguckt in der Poketopole, in unserem Discord-Server, ob es da schon Berichte zu gibt. Und tatsächlich hat jemand geschrieben, er hat auch diese Tins gesehen und die sind gerepackt worden. Dort waren Kampfstile-Booster drin. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir hier auch Kampfstile-Booster drin haben und deswegen so eine kleine Warnung an euch, für die Leute, die so unbedarft sind wie ich. Da sind keine Sonne-Mond-Booster drin, das ist kein Schnäppchen. Es sind wahrscheinlich Kampfstile-Booster, die dann doch recht teuer waren. Aber wir werden diese drei Tinboxen öffnen und uns selbst ein Bild machen. Deswegen auf jeden Fall, ja, mal schauen. Ich meine, wenn ihr Kampfstile Booster haben wollt, ist das auch eine Möglichkeit, welche zu holen. Ne? Wir haben hier erstmal eine Chiggy-Tin. Die Münze ist... Oh, die Münze ist cool. Diese Dragoran-Münze kenne ich gar nicht. Die habe ich noch nie gesehen. Das ist neu, oder? Kennt jemand schon diese Dragoran-Münze? Cool. Und genau. Da kommt man ja so ein Bild zusammenlegen. Das ist, glaube ich, genau wie vorher. Diese Mini-Karten hier mit Chiggy. Und zwei Booster. Und das ist wirklich Kampfstile. Krass. Schade. Ich hatte mich schon auf Sonnenmond gefreut. Bin ich ganz ehrlich, hatte ich mich echt drauf gefreut. Na gut. Machen wir einfach mal die Booster auch, würde ich sagen. Würde mich interessieren, ob ihr bei euch auch diese Booster jetzt, also diese Boxen wieder vermehrt gesehen habt. Hier mal ein Code für euch, Kampfstile, viel Spaß damit. Ich meine, die Boxen sind cool, aber das Repacken ist halt im deutschen Bereich eigentlich gar nicht so häufig gewesen, tatsächlich. Woran erinnere ich mich? Ja gut, es gab zum Beispiel die Schwert und Schild Starter Tinboxen, die wurden gerepackt. Da waren erstmal welche, wo teilweise noch Evolution drin war, später dann andere Booster. Wobei das nicht richtig gerepackt ist, die wurden halt in der zweiten Charge. Wobei ist es gerepackt eigentlich? In der zweiten Charge war da halt nicht mehr Evolution drin. Seemon und Apokalyp, sondern nur noch Schwert und Schild Base Set stattdessen. Ich glaube, in der ersten Charge war es teils, teils. In der zweiten Charge war die Chance auf Evolution 0% dann. Also auch so ein. Das ist nicht unbedingt gerepackt, aber es ist halt einfach eine andere Verteilung, denke ich. Und im Englischen hat man es tatsächlich öfter. Es gab zum Beispiel eine Lucario-Tinbox im. Wo ursprünglich Diamant Perl Booster drin waren, da war dann in der zweiten Auflage dann nur noch Booster von XY drin, was auch teilweise natürlich gerade bei eBay zu Irritationen führen kann, wenn du so eine Tinbox kaufst und denkst, wow, jetzt habe ich einen Schnapper gemacht und dann sind da XY statt Diamant Perl Booster. So bist du natürlich ein bisschen enttäuscht, ne? Das ist so die Gefahr bei so repackten Produkten, die wirklich selbst von der Pokémon Company so vertrieben werden wahrscheinlich. Das ist das Problem, ja. Lepumentas und ein Vivillon. Wunderschöne Karte. Leider nichts, was quasi ein Hit ist. Ne? Also erster Tint, Shiggy hat quasi mal nicht so richtig gegönnt. Ne? Zwei Regular Rares, wir können mal die anderen noch hier raussuchen. Zwei ein Apokalyp, ja. Und zwei Reverse-Karten, lege ich mal auf Seite. Und dann widmen wir uns dem Feuerstarter Glumanda von Kanto. Nichtsdestotrotz, die Tinboxen sind sehr cool. Ich habe auch tatsächlich immer versucht, alle Mini-Tints zu kriegen, weil die echt nice aussehen und sich auch gut als Deko machen. Problem ist, ich habe keinen Platz für Deko. Meine Wohnung ist einfach unglaublich viel zu klein. Auch hier wieder die Dragoran-Münze, die ist scheinbar in jeder drin jetzt. Das ist, glaube ich, auch eine andere Münze. Vorher war was anderes drin. Ich erinnere mich da, glaube ich, an einen Mana-Vieh oder Volnona oder sowas. Bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ihr könnt oben rechts im i das Video sehen. Nochmal zwei Kampfstile-Booster, okay. Hoffentlich gönnt wir uns. Hoffentlich haben wir wieder wenigstens ein oder zwei Hits voll drin. Das wäre echt schade, wenn beide, alle Tins nichts gönnen. Mal schauen. Weiter geht's mit der Unicht-Energie. Ja, Kokel, ein Waggon, Bruno. Onyx, Knuffenser, Galapantimos, Salanga, Linfu, Entei. Wow, das ist eine coole Reaver-Solo. Entei ist immer nice. Und ein Empoleon V. Da ist der erste Hit. Empoleon. Eines der beiden
Booster-Pokémon quasi. Es ist ja, also irgendwie war ja Empoleon und Despotar, also die beiden, wie nennt man das, maßgebenden Pokémon von dem Set, die immer so überbeworben wurden. Halt Empoleon für den fließenden Stil und Despotar für den fokussierten Angriffsstil. Die wurden ja mit Kampfstil eingeführt. Grundsätzlich, warum ist das jetzt doof, dass da Kampfstil drin ist? Kampfstil ist eigentlich ein cooles Set. Es gibt ja alternative Artwork-Karten, aber Kampfstile ist halt echt günstig zu haben immer noch. Die Displays kosten teilweise 110 Euro aktuell, wenn du was haben willst. Deswegen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Tints okay, aber ja, mit Sonne, Mond, Base und Sonne, Mond, Nacht und Flammen wäre ich um einiges lieber gefahren. Spoink, Dragosso als Reverse und ein Knogger. So, das bedeutet, die Tin hat ein bisschen mehr gegönnt. Immerhin hatten wir eine V-Karte, die, denke ich, darf man an der Stelle nicht verachten. Und auch ein wunderschönes Dragosso. Ich liebe dieses Artwork. Das Licht ist gerade ungünstig, aber so geht's. Ich liebe dieses Artwork. Und wir hatten auch und das Knogger war auch in dem Booster, also in der ganzen Entwicklungsline. Ist ja nicht so schwer bei zwei Karten. So, letzter, unser Glückstin mit Chanera und Evoli. Evo! So, nochmal die Münze. Ich denke mal, wir haben jetzt dreimal die gleiche Dragon-Münze gesehen. Das, Entschuldigung, war die Kamera. Und auch hier ist Kampfstil. Okay, also ich denke mal, wir sind bei 3 von 3 Boxen auf eine neue Variante gestoßen. Ja. Ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, weil, wie gesagt, ich bin unbedarft gewesen, bin rangegangen, dachte mir, wow. Da haben die echt noch coole Boxen aus dem Lager geholt. Und dann war es doch nicht so wow, sondern eher so, okay. Immerhin halt ein schönes Video. Servol, Kerada, der Wellenfächer, Purmel, Hunduster, Quabbel, Salanga, die Schlange, Charmian im Baum, Dragosso, Reverse Holo nochmal, okay, und ein Zendlong. Zweimal das Dragosso als Reverse Holo, das ist selten. In 6 Boostern die Reverse Holo doppelt zu ziehen ist, das ist schon ein gewissermaßen Talent. Letzter Booster, so, jetzt gönn auch mal bitte. Jetzt bitte mal richtige Gönnung hier. 4 Karten nach vorn und Last Pack Magix startet mit einer Psychoenergie. Genau, Psycho, das ist Elektro. Fokussierter Angriff, Sportrolle, Groink, Ibitak, Pupanze, Linfu, Pachirisu, Loink, Bronzel, Skorgro und ein Victini V-Max. Okay, okay. Man muss sagen, 6 Booster, eine V, eine V-Max. Ich bin zufrieden. Hit-Ratio war vollkommen okay. Nichtsdestotrotz bin ich halt ein bisschen enttäuscht, weil ich mich halt echt auf diese Sonne-Mond-Booster gefreut hatte. Das wäre echt nochmal ein Highlight für mich gewesen. Aber es werden nochmal Sonne-Mond-Booster kommen. Ich hatte noch ein paar hier, auch dank der guten Glurak-Lady, zum Beispiel ein paar Nacht- und Flammen-Booster. Das wird noch kommen. Ich hole die beiden Hits mal nach vorne, dann könnt ihr entscheiden, welcher eurer Favoriten-Hit war. Wir haben hier Empoleon V und Victini V Max. Ich muss sagen, ich finde Empoleon V ein bisschen cooler. Ich bin kein großer Fan von diesen extrem großen V-Max-Pokémon, die einfach nur groß und dick sind. Ich weiß nicht. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und dann nochmal mein Appell an euch. Wenn ihr diese Tinboxen bei euch in dem Drogeriemarkt eures Vertrauens seht, denkt nicht an 2019 zurück, dass da eventuell Sonne, Mond und Sonne, Mond nach den Flammen drin ist, sondern denkt an dieses Video. Kampfstile. Die Boxen wurden gepackt. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat oder euch geholfen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr Tinboxen auch gesehen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Bin gespannt, ob ihr auch gut gezogen habt. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. In dem Sinne, tschüss, bis dann. Euer Marcel. Ciao, ciao.